Moin, moin, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires of the Undergrowth. Und ich habe mir es nicht nehmen lassen, habe einen neuen Turn angefangen. Ihr seht gerade, wo wir stehen. Wir stehen bei 8600 und der Gegner bei 7,2. Info: Königin, Krieger, Essenslager, Arbeiter mit vielen Zugängen, Misthaufen, besondere Krieger. Das ist im Moment so. Das ist im Moment so unser Ding. Kommt schon, den müssen wir jetzt platt machen. Oh, das war ein Sieg. Hier habe ich jetzt unsere besonderen Krieger. Die können wir auch mal hier ran. Unsere Arbeiter farmen hier noch ganz viel. Können wir aber auch mal dahin schicken. Die nehmen halt auch sehr viel mit. Ich glaube, die nehmen mehr mit hier. Ja, die nehmen mehr mit. Ach, Mann, immer diese Nervköppe, die hier mitten im Harvesten uns angehen wollen. Aber wir haben es, glaube ich, gleich auch geschafft. Wir haben die 9000. Da freue ich mich am meisten drauf, dass das dann funktionieren wird. Wir brauchen noch mal ein bisschen Nahrung, sodass unsere kleinen Mini-Ameisen, die ja auch entstanden sind, sich hier bemühen können, den ganzen Mist wegzutragen. Und ja, es funktioniert gut so. Ah, die wollen jetzt Ärger machen. Und kommen mit brutaler Force hier an. Das sind nämlich hochgelevelte. Ach herrje. Dann alles, was wir haben. Okay, wir müssen noch 400 einnehmen. Vielleicht ist das hier schon 400, was hier anrollt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber diese Spinne nervt. Diese kleinen Ameisen arbeiten wirklich gut. Also der Bau hier so, so könnt ihr es übernehmen. Das funktioniert. Fangt am Anfang nur an, Arbeiter zu spammen. Und wenn ihr die irgendwann habt, dann geht ihr auf die Kämpfer über. Mit den Arbeitern müsst ihr euch natürlich über Tage mal so immer abwechseln mit diesen grünen Gebieten, die rechts und links von eurer Basis waren. Und dann könnt ihr euch hier hinarbeiten und dann den linken Teil grasen. Und ab und zu stört ihr am besten mit Kämpfern, wenn ihr die dann habt, die gegnerischen Ameisen. Dann sollte das eigentlich alles funktionieren. Ich glaube, wir haben es jetzt. Ich glaube, wir haben es jetzt 9922. Da kommt jetzt noch ein bisschen Grünzeugs rein. Alles andere wäre ja Blödsinn, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, oder? Achtundachtzig, 95. Und die eine oder andere möge bitte noch ihr Blättlein hier hinlegen und dann haben wir es auch. Ich warte jetzt einfach nur noch kurz ab. Das eine Blatt. Das einzige eine Blatt. Jetzt haben wir es. This colony will number in the millions. Wir wählen
Nahrung. Level beenden. Nein, wir wollen es nicht weiterspielen. Und jetzt geht's einmal zurück zum Formikarium. Hier sind wir wieder. Und wir müssen uns ja ein bisschen vergrößern. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere drei Arbeiter hier, schicken sie da oben hin und nicht hier unten. Dann schicken sie es raus, weil wir haben uns ja hier in diesem neuen Bereich breit gemacht. Wir sagen, wir wurden umgesiedelt. Und können ja mal kurz dafür sorgen, dass wir so ein bisschen unseren Bereich hier aufbauen. Solltet ihr am Anfang keinen Sound gehabt haben, das war mein Fehler. Ich habe leider verbockt, euch direkt auf den richtigen Kanal zu schalten. Hier kann ich sogar das ausmachen, dass wir nur die Ameisen sehen. So, das ist die Nahrungskammer. Die bringen jetzt noch einmal ein bisschen Nahrung ran. Wir entfernen mal diesen Bewegungsbefehl. Mögen sie sich bemühen und bauen, denn hier kommt jetzt unser Nahrungsspeicher rein. Ach, mehr darf ich wieder nicht bauen, weil wir nicht genug Nahrung haben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir schicken automatisch unsere Arbeiter los und holen mehr. Das ist jetzt halt so ein bisschen das kleine Geduldsspiel, aber wir wollen etwas unser neues Zuhause ja aufbauen. Zumindest solange wir können. Wir holen jetzt mal den einen Arbeiter zurück. Den hier. Der hier ein bisschen bauen kann, wenn er will. Da ist er. Kann er gleich mal dafür sorgen, dass seine kleine Brut etwas größer wird, etwas mehr wird. Mehr Ameisen durch die Gegend watscheln. Er bringt schon Eier. Da wachsen sie gerade. Die kleinen Puffecken hier. Wie heißen diese Pops von diese Cracker? Die sehen immer so aus. Aber hier sind Larven. Schluck auf. Das ist unser Highway. Auch den bauen wir jetzt schon. Dann ist die Bewegung der Ameisen insgesamt schneller, auch hier zur Nahrung und auch als Nachschub. Sollten Probleme entstehen zumindest. Jetzt haben wir genug grüne Arbeiter, sodass wir diese Hauptarbeiter, die wir haben, die zur Königin gehören, zurückziehen können. Die grasen halt dann mehr, weil sie jetzt schon so 19 sind und nicht mehr zu 7. Das ist halt ein Unterschied. Thank you.
Und der Wissenschaftler wird uns wieder hassen, wenn wir groß genug sind. Wie viele Schleimpunkte habe ich eigentlich? 59. Kann ich damit überhaupt irgendwas anfangen? 675 sogar. Reduzieren, stoßfest. Kreaturen reflektieren 30% des Schadens auf den Schaden. Ah, das ist stark. Das nehmen wir mal. Ah, jetzt haben wir eigentlich alles am besten ausgebaut. Jetzt können wir uns bemühen, dass wir unser Nahrungslager mal upgraden. Schon können wir anstatt 300 irgendwas, können wir jetzt schon über 1500 Nahrung speichern. Das ist schon ein Riesenbatzen. So, dann wollen wir mal unsere Arbeiter vermehren. Mehr Arbeiter braucht das Land. Die machen das schon gut. Es sind doch schon recht viele geworden. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass das hier irgendwann geöffnet wird an der Seite. Und wir einen Riesenkampf kriegen mit einer benachbarten Kolonie. Und da müssen wir so viel auffahren. Da müssen wir einige Level wiederholt spielen. Das werde ich nicht mit euch tun, sondern ich werde, denke ich, euch das nächste Mal das andere Level zeigen. Es gibt noch eins. Und darin anschließend dann eher ein Video machen, wie wir dann diesen Kampf gewinnen. Das hatte ich damals schon mal versucht hinzukriegen. Aber irgendwann habe ich die Motivation verloren. Dieses Mal versuche ich das nicht. Dieses Mal versuche ich die Motivation irgendwie beizubehalten. Das sind ganz viele Black Ants. Ich werde mal ganz kurz, damit er schneller geht, mal kurz die Arbeiter, die die ganze Zeit die Nahrung holen, mal ganz kurz hier mit reinschicken. Seht ihr, das geht zack, zack. Wunderbar. So, holt euch die Eier von der Königin. Pflanzt sie ein, pflanzt sie ein. Und macht dann weiter draußen. So, ich habe mir überlegt, hier in die Ecke. Kann ich jetzt nicht mehr, ne? Ne, darf ich nicht mehr. Da würde ich dann sehr gerne später die Fernkämpfer auffahren.
schicken wir die mal hin. Unsere Kämpfer, die holen jetzt den Rest der Nahrung und die Arbeiter, ja, updaten sich jetzt mal selbst. Nahrung rein. Die beinahe Updates hier. Sind dann bald fertig. Ihr seht, Level 3 von allen Arbeitern. Mehr geht nicht. Dann können wir den Rest der Arbeiter jetzt eigentlich auch zur Nahrung holen und die Schwarzarbeiter schicke ich da runter. Die mögen dann noch hier diese Keller sind platt machen. Da kann ich nicht upgraden, den auch nicht. Okay. Das ist schon mal das erste Major Update gewesen. Das zweite wird dann sein, die Kämpfer zu updaten. Die sind ein bisschen teurer, das wissen wir ja. Hier scheint er irgendwie über die Genetik nachgedacht zu haben. So, jetzt nochmal restliche Updates fahren auf die kleineren hier unten. Dann würde ich es dabei jetzt auch erstmal belassen. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wir sind gut im Kommen. Okay, haut rein. Tschüss.